Also, und wir sprechen jetzt darüber mit Andrea Lautmann von der Tageszeitung Österreich. Wie beurteilst du diese Geschichte rund um Roman Raffreider? Sehr, sehr tragisch. Und das hat mich ein bisschen so an diese Geschichte erinnert, 2011 mit Jenny Elbershagen, diese Schauspielerin, die auch im deutschen Fernsehen sturzbetrunken aufgetaucht ist und die sich dann öffentlich entschuldigt hat und dann auch sogar eine Entziehungskur gemacht hat. Ja, also sehr tragisch und angeblich soll sein Vater verstorben sein letzte Nacht. Er soll im Sterben liegen? Ich habe gehört, dass er sogar verstorben ist jetzt. Mhm. Also das ist jetzt die neueste Erkenntnis. Und ja, also wir sind auch nur Menschen. Und wenn er wirklich betrunken gewesen sein sollte, dann hat er vermutlich das als Ventil genutzt und war wahrscheinlich so schockiert. Nur auf der anderen Seite, was ich skandalöser finde, dass man ihn überhaupt auftreten lässt. Du weißt es selbst hier, wenn man im TV ist, man spricht mit mehreren, mit den ganzen Kollegen. Und das muss ja auffallen, wenn jetzt jemand so betrunken ist, dass er wirklich nicht imstande ist, aufzutreten, zu moderieren und zu sprechen. Und das ist für mich eigentlich der größere Skandal, dass man muss ja aufeinander schauen, man ist ja kollegial, dass man das verantworten kann, dass man jemanden so vor die Kamera treten lässt, das finde ich ist eigentlich, geht gar nicht. Eigenartig, weil man hat ja doch viele Arbeitskollegen hinter der Kamera, denen hätte es eigentlich auffallen müssen. Was vermutest du dahinter? Das kann ich mir nicht anmaßen. Auf jeden Fall ist es sehr tragisch, er tut mir sehr leid und sieht man, wie man in Minuten eine Traumkarriere zerstören kann. Ja, wenn er jetzt angeblich suspendiert wurde. Also ja, auf der anderen Seite muss man auch professionell sein und auch selbst sich einfach nicht, wenn es wirklich so sein sollte oder gewesen ist, dass er betrunken war, darf man sich nicht ansaufen und dann vor die Kamera treten. Das geht einfach nicht. Und er hat ja schon einige Jahre am Buckel. Er ist ja nicht erst seit vorgestern beim ORF gewesen, sondern ich glaube schon fast über 20 Jahre. Müsste ihm eigentlich schon bewusst sein, dass das so nicht geht. Aber das wusste man ja noch nicht mit dem tragischen Hintergrund, wenn wirklich sein Vater gestorben sein soll, dann ist es natürlich, ja, also ich sage, wir sind nur Menschen und eigentlich sollten wir, es passiert so viel Böses jetzt auch mit dieser ganzen Pandemie, ein bisschen menschlich sein und vielleicht nicht gleich so vor die Tür setzen. Es gibt ein Statement vom ORF. In diesem Statement bedauert der ORF den Vorfall und weiter heißt es darin, Roman Raffreider wurde umgehend suspendiert. Der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen werden heute von der Personalabteilung geprüft. Was sagst du zu diesem Statement? Dazu kann ich sagen, wären wir jetzt in Amerika, dann könnte er sich öffentlich entschuldigen, würde sich vor die Kameras stellen, in einer Pressekonferenz sich entschuldigen, ein bisschen Asche auf sein Haupt und dann wäre das vielleicht auch schon wieder gegessen. Nur wir sind hier woanders, wir sind in Österreich und ich denke, dass das jetzt wahrscheinlich bei dem Sender für ihn gewesen ist. Es gab schon einmal einen Vorfall rund um Roman Raffreider. Da war er ja schon einmal einige Monate, fast sogar Jahre vom Bildschirm weg. Richtig, also angeblich hat man gemunkelt, er hat sich mit einer seiner Ex-Freundinnen sehr gestritten und dann soll es das eine Wort zum anderen gekommen sein und dann sogar, ja, wie sagt man, Streitereien gegeben haben, häusliche Gewalt, angeblich. Das heißt, er war jetzt schon ein bisschen befleckt, ein bisschen stigmatisiert. Und natürlich, wenn so etwas öfter vorfällt, dann muss man natürlich, also es sollte nicht nochmal vorfallen. Also er war schon am Radar, ist schon negativ aufgefallen und umso ärgerlicher jetzt, dass das nochmal passiert ist. Ich finde es nur schade, jetzt macht sich ganz Österreich oder vielleicht auch noch um die Grenzen herum über ihn lustig. Und es ist schon ein bisschen, ja, es ist sehr bitter. Also er tut mir ein bisschen leid.